Menschen konnten ja immer schon das Folgende beobachten. Wenn ich ein Objekt habe, also nehmen wir mal diesen Block hier, und der bewegt sich auf irgendeiner Oberfläche, sagen wir in die Richtung, dann wird er ja auf jeden Fall irgendwann anhalten. Also er wird irgendwann, also er wird erstmal langsamer natürlich, und irgendwann kommt er auf jeden Fall zum Stillstand, also er hält an. Und andersrum ist es natürlich so, dass wenn ich möchte, dass sich dieser Block weiter bewegt, oder dieses Objekt weiter bewegt, oder sogar schneller wird zum Beispiel, dann muss ich natürlich eine Kraft drauf anwenden. Ich denke, das ist ja auch ziemlich intuitiv. Immerhin, also ich kann da nicht irgendwas anstoßen und dann bewegt sich das einfach für immer weiter. Das heißt, man hat für ziemlich lange Zeit, also ich glaube auf jeden Fall seit den alten Griechen ungefähr und dann bis ins 16. Jahrhundert, bis diese Herren hier aufgetaucht sind, also für über 2000 Jahre, ist man davon ausgegangen oder hat man die Annahme für wahr hingenommen, dass jedes Objekt die Tendenz hat anzuhalten. Also Objekte haben, oder scheinbar Objekte haben den Hang anzuhalten. Objekte haben den Hang anzuhalten. Und andersrum war es so, das sieht aus wie ein Haar, anzuhalten. Und andersrum ist es so, dass wenn ich irgendwas anderes möchte, außer dass es anhält, dann muss ich eine Kraft anwenden. Also schauen wir hin, sonst ist Kraft nötig. Oder notwendig. Sonst Kraft nötig. Wie gesagt, und ich denke, das ist auch ziemlich intuitiv. Man sieht das in der Natur überall, im Alltag ist es genau das, was man beobachtet. Also ist es ja nicht falsch, davon auszugehen, dass es so ist. Allerdings, und du hast dich vielleicht schon gefragt, warum jetzt hier drei Männer zu sehen sind, obwohl es ja eigentlich nur um Newtons Gesetze geht, aber zwei von diesen Herren hatten die Idee von Newtons erstem Gesetz auch vorher schon, vor Newton, und haben das auch publik gemacht. Allerdings hat Newton das ein bisschen besser verpackt mit seinen ganzen anderen Gesetzen noch und seinem Gesetz zur Gravitation. Und deswegen ist es halt eigentlich bekannt geworden. Und deswegen bekommt er jetzt auch den ganzen Ruhm sozusagen dafür. Und nach ihm ist alles benannt. Allerdings sind die beiden, die natürlich auch so noch genug andere Errungenschaften erbracht haben, durchaus auch erwähnt seit in diesem Video, weil sie halt die Idee auch vorher schon hatten. Also ich stelle die Herren erstmal vor, würde ich sagen. Das hier ist Sir Isaac Newton. Das hier ist Isaac Newton. Der Herr zu seiner Linken, den kennt man vielleicht auch schon vom Bild her. Das ist Galileo Galilei. Galileo. Und der Herr hier rechts, das war ein französischer Philosoph. Und der hat sich aber mit ziemlich viel eigentlich beschäftigt. Unter anderem halt scheinbar auch mit der Physik. Das war René Descartes. Und Galilei und Descartes haben unabhängig voneinander angenommen oder haben zumindest die Idee mal in den Raum geworfen. Vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht ist es ja so, dass die Objekte sich eigentlich weiter bewegen wollen, aber aufgrund ihrer Umwelt und der ganzen Kräfte, die Umgebung auf dieses Objekt einwirkt, kann es das halt einfach nicht. Also sie sind davon ausgegangen, gucken wir mal, jetzt sind wir im 16. Jahrhundert. 16. Na, Punkt. Jetzt Jahrhundert. Haben sie also gesagt, jedes Objekt hat genau entgegengesetzt den Hang. Objekte haben den Hang, ihre Geschwindigkeit beizubehalten. Geschwindigkeit beizubehalten. Und andersrum, wenn man daran was ändern möchte an der Geschwindigkeit, dann muss man halt eine Kraft anwenden. Also wenn man es anhalten möchte oder wenn man es beschleunigen möchte. Also schreiben wir für Änderungen. Kraft nötig. Kraft nötig. Und das ist natürlich erstmal überhaupt nicht intuitiv. Wie gesagt, das kann man ja so in der Natur nicht beobachten. Also warum sollte das so sein? Aber die beiden sind auf die Idee gekommen, wenn wir uns unser Beispiel hier oben nehmen zum Beispiel, dass zwischen dem Objekt und der Oberfläche, da herrscht eine Kraft, die es zum Anhalten bringt. Und das ist die Reibung. Die wirkt ja gegen die Bewegungsrichtung. Und die haben sich halt beide gedacht, wenn ich jetzt die Reibung so stark verkleinern könnte, dass die Reibung eigentlich wirklich so vernachlässigbar klein oder am besten wirklich null ist, dann wird sich das Objekt wirklich für immer weiter bewegen. Also ich denke, das ist ja recht intuitiv, dass wenn ich die Oberflächen jetzt hier beide immer glatter und glatter mache und mit der gleichen Geschwindigkeit das Objekt hier drauf sich bewegt, dann wird es ja wirklich immer weiter und weiter rutschen. Und wenn man die Reibung wirklich auf Null setzen könnte, also die Oberflächen perfekt glatt machen würde, dann würde sich das Objekt für immer bewegen. So war die Idee von den beiden. Und es hat sich herausgestellt, oder von den dreien, um besser zu sein, und es hat sich herausgestellt, dass das auch wirklich richtig ist. Und das ist natürlich ziemlich revolutionär, du kannst dir vorstellen,
alle drei hatten nicht den Luxus, so wie wir heute, ins Weltall zu fliegen und zum Beispiel da, ich weiß nicht, ohne Luft um sich herum halt einfach mal irgendwelche Experimente zu machen, sondern sie haben sich das halt einfach so gedacht, aufgrund ihrer Beobachtungen, die sie halt so noch anstellen konnten, was zum Beispiel die Reibung anging. Und du könntest dir, also vielleicht habe ich dich noch nicht überzeugt, wahrscheinlich nicht. Also probiere ich es nochmal, wenn du zum Beispiel wenn das Objekt hier dein Fernseher wäre und du schiebst ihn über deinen Boden, weil der soll jetzt woanders stehen zum Beispiel. Dann könntest du ja sagen, okay, aber es ist ja genau so, wie ich jetzt hier sage. Wenn ich keine Kraft darauf einwirke, dann hält es ja an. Also dann steht es ja einfach nur. Und wenn ich was anderes machen will, also wenn ich es bewegen will, dann muss ich es bewegen. Aber im Endeffekt sagen die Herren ja auch wirklich nichts anderes. Die sagen, dein Objekt hat am Anfang eine Geschwindigkeit von 0. Also es will seine Geschwindigkeit von 0 beibehalten. Und wenn du daran was ändern möchtest, dann musst du halt eine Kraft aufwenden, um es zu bewegen. Und wenn du halt keine Kraft mehr anwendest, dann bleibt es halt dabei und nimmt seine Geschwindigkeit halt wieder an. Und die ist halt in dem Fall 0. Also, obwohl das schon ziemlich lange her ist, 400 Jahre, und wie gesagt, die Technik damals wesentlich schlechter, nenne ich es jetzt mal, war als unsere heute, sind sie damals schon auf die Idee gekommen, die auf jeden Fall die Physik bis zum, ich glaube, 19. Jahrhundert ungefähr komplett bestimmt hat, bis dann noch andere Felder der Physik aufgekommen sind. Und heute bilden ihre Ideen auf jeden Fall noch die Grundlagen der klassischen Mechanik, mit der wir uns ja jetzt hier auch noch beschäftigen wollen.